nach 3 Tagen, wo die wenig geschlafen haben, die Jungs, fand ich eigentlich überraschungsweise in der ersten Halbzeit auch verdient 1-0 in Führung gegangen. Julian hatte vorher einen 100%igen. Dann haben wir auch gesehen, vor allem bei den beiden IVs unter Tor, war auch natürlich, lässt dann die Kräfte ein bisschen nach, die Konzentration. Dadurch fehlt auch 2 Tore. Ich bin froh, dass keiner sich verletzt haben. Ich finde, wir haben den Wettbewerb und unser Gegner Respekt gezeigt. Wir sind angetreten, wie das sich gehört. Und haben das so angenommen, wie es halt möglich war. Klar, unsere Saison war natürlich dann Sonntag so Großteil abgeschlossen, ist halt so. Die Terminplanung können wir nichts für. Deswegen, ich bin froh, keiner hat sich verletzt. Wir freuen uns über eine hervorragende Saison. Wir sind Westdeutscher Meister auf 11 Punkte Vorsprung, sind Deutscher Meister. Hat es bis der DFB-Pokalfinale geschafft, international hervorragend. Deswegen, ich bin glücklich über die Saison. Ich finde, die Jungs haben es hervorragend gemacht und freue mich jetzt auf den Urlaub. Ich freue mich jetzt auch ein bisschen Zeit zu haben mit meiner Frau und meinen beiden kleinen Jungs. Die vermissen auch ihr Papa, wollen ja auch immer gerne Fußball spielen, wenn ich nach Hause komme. Ich glaube nicht, dass es deutlich ruhiger wird mit 2 Jungs, da 2 und 4 sind, aber ich freue mich auf die beiden. Und aber ein bisschen Freude schon auch jetzt auf die neue Saison. Ist ja immer so in den 19, man kriegt ja immer wieder neue Spieler dazu und ist ja ein Wechselwirkung drin. Und, aber erstmal ein bisschen abschalten. Also wir haben ja sehr viele Jungjahrgänge, die weiterhin bei uns sind. Klar, aus der 04er-Jahrgang, Yusuf ist ja schon oben, Thieme wird oben sein. Vielleicht kommt der ein oder andere 04er noch dazu. Das werden wir sehen, kann ich hier auch nicht verraten. Und das heißt, da sind wir erstmal glücklich drüber, dass welche von den Jugendspielern schon bereit sind, Herrenfußball zu spielen. Da müssen wir gucken, der 05er-Jahrgang ist jetzt nicht so groß. Wir haben ja mit Julian und Filippo aber schon vor 2 dazu geholt, dass wir ein bisschen mehr Qualität in den Jahrgang hatten. Aber man hat ja auch dieses Jahr gesehen, dass die U17 mit 7, 8 Jungjahrgängen gespielt haben. Nichtsdestotrotz, ich glaube, einen Neuzugang werden wir noch hinbekommen. Und wir werden dann eine andere Art von Fußball spielen müssen, glaube ich, mit den Spielern, was wir zur Verfügung haben. Aber wir werden wieder erfolgreich sein.